Ausnahmezustand am Morgen in dieser Schlecker-Filiale in der Wilhelmsdorfer Straße. Das Rentner-Ehepaar Thiele kauft den Laden leer. An die 100 Packungen Toilettenpapier und Küchenrollen werden gehamstert. Das komplette Lager wird geplündert. Die Kunden sind heiß, scharf auf den Rabatt. Schlangen bilden sich vor dem Geschäft. Nicht alle dürfen gleichzeitig rein. Viele Kunden müssen warten, bis sie an die begehrte Ware rankommen. Dann gibt es kein Halten mehr. Alles wird gekauft, weil es billig ist. Horst Thiele hat inzwischen das ganze Toilettenpapier im Laden gebunkert. Nun will er auch noch an die Lagerbestände ran. Seine Frau soll helfen. 20 Pakete Küchenrollen, 20 Pakete noch dazu. Ja. Und da holen Sie sich jetzt ein Taxi oder was? Na ja, klar. Da bezahle ich für die Karre von hier bis hier rüber nach Hause 3,50 €, die nehme ich 10 Mark und schon sind die laufen. Da sind jeweils 8 Stück drin. Herr Thiele, habe ich nicht mehr. Das sind die letzten 24. Habt ihr noch andere Toilettenpapier? Andere Toilettenpapier haben wir auch hier. 6 müssen noch auf, da 30 sind. Und egal, 20 mal Küchenrollen. Egal, welche Sorte. Das ist scheißegal, das ist auf ihren Arsch. Und hier sind 8 drin, hat sie gesagt. Das ist der Küchenrollen. Ja. Der packt er hier oben hin, da kommt er noch was hin. Guck mal, Vollstapel. Ja. Der Taxifahrer kann das machen. Ja. Das ist das 20, das ist eine Hochjahre. Naja, ich muss das wie immer fahren. Ist mir auch los. Haben Sie denn genug Platz zu Hause für das? Ah, kommt doch im Keller runter. Der reicht doch für ein ganzes Jahr, dann braucht er nicht in den Kuchen gehen. Eins habe ich davon noch gefunden. Mhm. Und dann haben wir noch die anderen. Mach den anständig billig, hab bloß 160 Euro bei mir, nicht? Der Taxifahrer wird verrückt. Das ist Schock fürs Leben, ey. Das ist meins alles. Hab ich eben gekocht. Das ist alles gekocht schon. Alles bezahlt. Hallo René. Alles, alles. Ach, das ist ja alles. Alles, ja. Ja, wenn ihr nicht aufpasst, ich klaue dir die Hälfte weg, dann hast du auch weniger. Das hat alles ein einziger gekauft hier. Ja, da haben wir Großhandel. Ja. Will die das hat ihr nie ein einzelner gekauft? Doch. Doch, hat er der doch. Lässt das gleich mit dem Taxi abholen. Scheiße, das kann hat ein einziger gekauft. Und so was gibt es? Bin ich da. Fragen Sie mal. Vorsicht, Oma, weg beiseite. Ei, ja, Opa. Bitte. Horst Thiele verteidigt seine gekaufte Ware. Die Kunden können es nicht glauben, dass ein Einzelner so viel kauft. Ich kaufe hier bis dahin ein paar Hunderter, die anderen kommen hier vorbei und klauen. Was kommt das noch hier? Diese Kundin dachte, es handele sich hier um Außenware von Schlecker. Das haut's ab. Aber die hat das Fitnessparker auch nicht viel genommen. Alle! Was wollen Sie denn da mit dem Laden eröffnen? Oder? Ach, Mann, nicht! Scheißen gehen wir nicht damit! Alles wird in ein Taxi gestapelt, bis nichts mehr reingeht, wird es mit Schleckerware vollgestopft. Als Horst Thiele sieht, dass noch Stauraum ist, muss seine Frau noch einmal 10 Pakete Küchenrollen besorgen. Los, mach hin, Mensch! Hast du Geld? 10 Stück noch! Ich wünsche Ihnen viel Erfolg damit. Ja, danke auch. Ja, ja. Können wir aber scheiße. Ja. Der pure Wahnsinn. Das Taxi fährt davon. Horst Thiele schwerbehindert auf Krücken, passt nicht mehr ins Auto. Er muss nach Hause humpeln. Auch diese Schleckerverkäuferin darf bald nicht mehr in ihren Laden. Sie wird arbeitslos. All die Kunden, die heute hier auftauchen, regelmäßig hier gewesen wären, hätten wir nicht schließen brauchen. Wenn die Kunden ihren Laden leer gekauft haben, ist sie arbeitslos. Erstmal muss man sehen, wie es weitergeht. Wird jeder einen Weg finden, denke ich mal. Es gibt ein Leben nach Schlecker. Aber im Moment ist es natürlich erstmal für alle ärgerlich. Glaubt sie denn, dass sie schnell wieder eine Arbeit in der Havelstadt finden wird? Wird sich zeigen, ob man in der Branche eine Möglichkeit hat. Bei so vielen Leuten, die jetzt mit einem Schlag auf dem Arbeitsmarkt sind, ist es natürlich fraglich, ob man in der Branche was findet. Mhm. Zur Not muss man sich dann eben halt nochmal umorientieren und in eine andere Richtung gehen. Das Rentner-Ehepaar Thiele war treue Kundschaft dieses Schleckermarktes. Mit ihrem Großeinkauf haben sie sich ein letztes Stück von ihrem Schlecker jetzt mit nach Hause in den Keller geholt.